Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's jetzt hier mit Grimrock. Wir stehen hier noch in diesem verschlossenen Raum. Da haben wir gerastet. Hier haben wir auch wieder einen Silberschlüssel gefunden. Und ja, wahrscheinlich muss ich jetzt hier nur noch diesen Bereich mal noch frei erkunden. Und dann haben wir, glaube ich, die Haunted Halls somit auch abgeschlossen. Warte mal. Ach so, den Schalter muss ich noch umlegen, ne? Genau. Genau, so. Wie war das jetzt eigentlich nur hier links, so der Bereich? Hier so. Scheint auch nichts mehr rumzuliegen, was man gebrauchen könnte. Nur so ein paar alte Säcke, die schon recht angenagt sind von irgendwelchen Ratten wahrscheinlich. Ah, da hören wir noch einen Sportsfreund. Den nehmen wir noch mit. Die, was sind das? 90 XP? Na, 90. Oh, jetzt müssen wir aber den Bolzen wieder mitnehmen. Der fliegt ganz schön weit, ne? Alles klar, raus hier. Das soll's gewesen sein. Wir haben einen Silberschlüssel. Wir haben hier zwei Geheimnisse drin gefunden. Mehr gibt's hier wahrscheinlich nicht. Ansonsten gucken wir am Ende des Levels wieder in meine Spielstatistik. Die Schnecken waren da oben. Müssen wir jetzt nicht nochmal hin. Sind wahrscheinlich nur gerespawnt. So, müssen wir uns hier noch irgendwie befreien? Steckenfleisch wollten wir hier ablegen. Das ist eigentlich ein ganz guter Spot hier, glaube ich. Ich glaube, ich lege das Schuhwerk auch ab. Mein Schurke hat eigentlich ganz nette Stiefel an. Du hast noch Schneckenfleisch, das lege ich hier mit dazu. Und ja, das war's. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir mal im Uhrzeigersinn weiter. Ne? Wir waren ja jetzt hier. Ne, warte mal, hier sind wir gekommen. Dann waren hier die Spinnen. Hier war Walkabout. Dann war hier der Schneckenraum und ich glaube das Plattenrätsel, irgendwie sowas. Hier war die Grabkammer. Die zwei Secrets. Secret 2 Level 5. Ja, dann gehen wir mal da unten rein. Da war, glaube ich, auch der blaue Kristall und den können wir jetzt mal freilegen, mal da speichern. Und dann können wir uns da jetzt auch mal schön heilen. Viehzeug ist hier nicht mehr. Speicher nochmal und wir gucken mal hier, oder? Okay, warte mal. Tür, Fratze, Wand, Wand. Tür, Fratze, Wand, Wand. Also wir machen vier Sprünge. 1, 2, 3, 4. 1. Ja, okay. Wir haben da definitiv einen Schalter. Den drücke ich jetzt mal. 4. Zack. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt komme ich. Warte mal. Ich muss hier raus. Das ist ja gemein mit dem Gift. Oh, jetzt habe ich mich selbst vergiftet. Gut, der Schalter hat nichts gebracht. Jetzt gehen wir mal so rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, dann haben wir da ein Gattertor. Das ist zu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da ist nichts. Gehen wir mal hier rein. Ach Gott. Ah, Manno. Ach, ich bin zu lahm. So, jetzt ist sie tot. Jetzt müsste ich da rein können. So, haben wir nochmal Schneckenfleisch? Schalter? Nö, 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 nö. Doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt hier. Eins, zwei. Uah, 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 uah. Hilfe, raus hier. Nein, Hilfe. Scheiße. Heilung trinken. Oh. Ich muss hier irgendwie erstmal raus. Ah, das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. So, neuen Heiltrank erstmal. So, Langster, genau. Zack. Und dahin. So.
Nochmal speichern, nochmal hier Zauber anwählen und ich glaube gleich beim nächsten wieder raus. So, da ist sie. Ja, bist du alleine? Ja, dann wirst du wohl nicht lang zu leben haben, mein gutes Tier. Ich werde dich austänzeln, wie es noch nie jemand mit dir zuvor getan hat. Zack. Hättest du mich fast getroffen. Ja, jetzt hat sie mich doch getroffen. Blödes Vieh, du. So. Jetzt nochmal ein Free-Hit und nochmal Feuer. So, so. Ob ich die wieder auftaue mit Feuer? Ach, Mann. Jetzt hat sie mich doch nochmal getroffen. Ach, sterb doch. Schon ein bisschen nervig hier, die Viecher. Die haben so viel Energie und sind so lahm. So, ich habe ein Level up und ich habe einen weiteren Schlüssel. Schlüssel Nummer 3. Ich stell die Wände hier anschauen. Wie immer. Hier liegt auch nichts rum, ne? Nee. Gut, dann war's das wohl schon wieder. Ich glaube, ich werde hier auch mal rasten. Vielleicht träumen wir dann auch, aber erstmal machen wir Level up. Zack, und wir machen hier nochmal weiter bei Missile Weapon. Schade, wir schaffen es immer noch nicht zum Volley-Shot. Naja, dann beim nächsten Mal. So. Speichern und rasten. Dumdidu, dadudadai. Ich könnte ja so von alten Super Nintendo-Rollenspielen die Schlafmusik immer so einspielen. Na, das ist mir, glaube ich, zu viel Arbeit. Dudadai. So, das Mana von der Stella ist auch gleich voll und dann machen wir jetzt weiter. Erneut speichern, dann hier rein. Ach so, warte mal, jetzt müssen wir hier raus. Ah, shit. Hier raus. So. So, dann machen wir jetzt endlich diesen blauen Kristall hier mal auf. So. Zack. Hätte ich eigentlich nicht machen müssen, weil ich habe ja gerade gerastet, ne? Naja, egal. Schalter, nein, nein, ah, hier geht's dann direkt weiter. Zwei Schlüssel haben wir ja noch, da ist noch ein Gatter. Ja, wir haben drei Schlüssel. Dann machen wir den mal hier rein. Ne? Und, oh, hier liegt sogar eine Schriftrolle. Hallo. Antidot. This serum heals many diseases oder sowas. Antidot. Was war das? Flask, Tarbet und Slime Ball. Wollen wir ein Antidot machen? Slime Ball und Tarbet. Ja, eigentlich habe ich jetzt nicht so die Probleme mit Krankheiten und Vergiftungen. Wir speichern erstmal ab, obwohl da hört man wieder irgendwas Schleimiges. Vielleicht kommen ja hier noch Slimes und dann braucht man die da vielleicht. Schauen wir mal. So, gehen wir hier noch durch. Dann können wir hier was. Achso. Brauche ich da jetzt auch nochmal so ein Iron oder Round? Oder, scheiße, hätte ich hier jetzt vielleicht einen Goldschlüssel benutzen müssen? Nee, eigentlich nicht. Was ist das denn, das Levelende? Das ist ja interessant. Aber wir haben ja noch die Halls of Fire. Also, wir gehen da noch nicht runter. Gucken aber... Oh. Nicht, dass jetzt Feuerelementare kommen. Das kenne ich doch irgendwie aus dem Trailer, so ein Raum hier. Treasure Store. Oh. Der Schatzladen. Hier sollen wir dann auch einen goldenen Schlüssel verwenden. Oder hier. Oder hier. Gut. Da schauen wir jetzt erstmal nochmal hier nach Schaltern in den Zellen. Aber ich glaube, ich habe mich schon entschieden, was ich haben möchte. Nee, da ist auch kein Schalter. Und das ist nur eine Armbrust. Wir haben eine Armbrust. Das ist bestimmt keine magische Armbrust. Ich hoffe nicht. Ich denke nicht. Wird schon nicht so sein. Da sind auch keine Schalter drin. Auf jeden Fall eine... Weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Könnte eine Frost- oder Feuerbombe sein. Und ein paar Rohstoffe und eine Flask. Eine leere Flask.
Ich glaube, ich möchte dieses Buch haben. Schalter habe ich da drin jetzt keine gesehen, darum habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Wir nehmen mal das Buch. Book of the Überimbaness. Read this book to end the game. Boah, Wahnsinn. Nein, Quatsch. Das ist Tome of Fire. Required Skill Spellcraft 5. Gain Fire Magic plus 3 und... Oh, nice. Das gibt für unsere Stella, die jetzt 16 Feuerpunkte hat, 3 Skillpunkte in Feuer. Und wir haben gleich plus 20 Fire Resist bekommen. Nice. Ja, sehr schön. Ja, cool. Da freue ich mich. Das war jetzt aber kein Geheimnis, gell? Das war jetzt nur ein Ding, weil ich Skillpunkte gemacht habe. Gut, dann speichern wir. Dann gehen wir mal zur Hall of Fire. Ja, die brauchen wir nicht. Aber vielleicht lege ich die da mal raus. Man weiß ja nie. So. Man weiß ja nie, ne? Kristall heben wir uns auf. Ach nee, Quatsch. Ich muss hier lang. So, da müssen wir uns jetzt links halten. Und hier müsste jetzt die Hall of Fire sein. Da haben wir sie. Direct mal schäfen, weil hier wird wieder rumgeschleimt. Oder nee, das sind so Krebse. Eine Feuerbombe. Mage's Entrance. Jo, da sind tatsächlich... Ich glaube, es waren zwei Krebse da drin. Was haben wir hier? Wow. Und nu? Dann machen wir mal die Krebse und gucken mal hier in dem Raum. Hallo. Zack. Oh, sehr schön. Ah, wir müssen vorsichtig sein. Also treffen lassen sollten wir uns dann doch nicht von den Viechern, weil die halt schon aua, stark sein können. Boah, jetzt habe ich hier natürlich das Gattertor zugemacht. So. Wollen wir mal kurz rasten oder speichern wir ab und wir legen uns so mit dem Vieh an. So, zack, 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 zack. Und bam, puff, knall, zisch. Und vier. Boah, das war, glaube ich, echt nicht schlecht jetzt. So. Ja, easy going. Jetzt haben wir gar keinen Mana mehr. Wir machen die Tür zu. Ist hier noch jemand? Hallo? Der Kristall, mein Gott, wie weit man den hört. Der steht, glaube ich, hier und man hört ihn über drei Felder. Meine Güte. Durch zwei Wände. Hm. Das sieht doch komisch aus. Uah. Okay. Uah. Okay, wir speichern mal ab. Da müssen wir doch jetzt wahrscheinlich irgendwie durch. Ich checke mal die Wände. Da ist aber nichts. Da ist auch nichts. Da war was. Ah. So, da gehen wir jetzt mal rein. Da ging nämlich gerade eine Tür auf. So, jetzt kann ich den Stein wieder nehmen und vielleicht hört er auf zu schießen. Denkst du? Gut.
Ah, da war ein Schalter. Da war er, da war er, da war er. Ah, jetzt geht hier, glaube ich, vor mir eine Tür auf. Okay. Oh, und da liegt auch Zeug. Schaut mal. Zack. Oh, eine Schriftrolle. Scroll of Fireball. Bam. Ja, fett. Jetzt können wir auch einen Feuerball. Direkt noch einen Schalter. Aber ich muss nochmal speichern, denn... Hier liegt noch was. Fireblade. Attack Power 14, Speed 10. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so stark wie hier mein Cutlass. Power 19, Speed 15. Na, da muss ich mal einen Moment abwarten. Ich glaube, das hat eh Aufladung. Vielleicht hebe ich mir das auf für irgendwelche Feuer... abgefuckten Viecher irgendwie. So, ne? So. Gut, jetzt... Hä? Jetzt kommen wir hier hoch. Ein Secret found. Welches waren das jetzt? Ach du Scheiße. 1, 2, 6, 5. Dann ist das jetzt schon Secret 7. Und zwar Secret 7, Level 6. Sind wir Level 6? Ich glaube, ja, Level 6, da oben steht doch Level 5, also sind wir jetzt in Level 6. Eieieiei. Boah, was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Oh, da ist direkt noch einer. Warte mal, ich kann hier nochmal runtergehen. Level up. Gut, hier machen wir Sword weiter, oder? Im nächsten Level haben wir eine neue Fähigkeit. Und ich würde vorschlagen, ich speichere hier ab und raste mal kurz, weil da war irgendwie noch so ein Feuervieh. Das ging relativ schnell kaputt. Na klar, ich habe mit Eiszauber angegriffen. Ja, schon der nächste neue Gegner. Jetzt haben wir schon diesen Ogre in dem Level neu. Und diese Feuerelementare, Feuerlords, Feuermagier, was auch immer das sein soll. So, das Mana muss reichen. Wir bereiten uns drauf vor. Nicht, dass der jetzt direkt vor uns steht. Hallo? Oh, da liegt eine Platte. Wisst ihr, wo wir sind? Tja, der schießt wohl etwas langsam. Können wir uns den mal ein bisschen anschauen hier. Ja, wirklich schwer sind die nicht. Ja, geil. Und guckt mal, wo wir sind. Wir sind hier bei Platte Fragezeichen. Jetzt haben wir das Ding nämlich auch gefunden. Ja, top. Ast rein. Gut. Geil. Wir nehmen mal hier die Fackel raus. Vielleicht passiert dann was. Nö. Also, Platte kriegt der Längster. Ganz klar. 16 Kilo. Ach du Scheiße. Wow. Dann haben wir hier... Ah, jetzt kann man gar nicht laufen. 7 Kilo Sack. Geben wir mal dem Schurken. Ah, jetzt müssen wir hier ein bisschen umsortieren. Ach du lieber Gott. Auf jeden Fall kriegst du das schon mal. Die kann man hier lassen, weil schwere Rüstung kriegt sowieso keiner mehr. Du hast hier einen Sack voller Fressen. Jetzt machen wir hier nochmal einen Sack voller Fressen. So, du hast noch 19 Kilo frei. Wir geben dir mal so einen 7 Kilo Sack. Jetzt hast du noch einen Sack mit Fressen. Alles klar. Vier Kilo die Kiste mit den Schätzen. Das kriegt jetzt hier einmal mal unsere Süße. So. So machen wir das jetzt. So, das muss jetzt erstmal reichen. Bis zum nächsten Mal.
Das haben wir erfasst. Jawohl, geil. Okay, wir haben also die Platte gefunden. Ich komme mir immer noch so langsam vor. So, jetzt. Ich speichere noch einmal und dann checken wir nochmal, was es hier gibt. Nix. Dann können wir hier auch wieder rausgehen, würde ich sagen. Beziehungsweise der Pacht ist schon wieder vorbei. Dann rasten wir hier, beziehungsweise hier werde ich den Part jetzt beenden und wir gucken dann im nächsten Part, wie es weitergeht, ne? Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns, euer Langster.